Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Heute möchte ich Ihnen zwei Kupfermünzen vorstellen. Das Video wird nicht sehr lange, aber ich hoffe, Sie können das eine oder andere Neue dazulernen. Bleiben Sie einfach dran. Ja, meine Damen und Herren, und was es mit diesen zwei schönen Stücken auf sich hat und ja, wie filigran diese Münzen im Detail aussehen oder wie besonders diese Münzen sind, das werden wir uns jetzt einfach mal gemeinsam miteinander ansehen. Hier sehen Sie jetzt im Vordergrund die 2 Unzen Kupfermünze vom Buffalo. Der Buffalo ist ja sehr bekannt, vor allem als Goldmünze. Es gibt ja mittlerweile auch Silberversionen oder die 1 Unzen Kupferstückelung. Und hier haben wir jetzt eben, wie man hier unten sehen kann, die 2 Unzen Kupferstückelung. Was mir persönlich am Buffalo besonders gefällt, ist eben, dass die Münze hier eine schöne Glanzfläche hat. Das ist jetzt anders als bei dem 2 Unzen HF Eagle auf der Seite. Der hat eben die matte Oberfläche, wie man es vom American Eagle kennt. Auf der Rückseite haben wir hier entsprechend das bekannte Motiv des Indianers abgebildet mit dem Schriftzug Liberty. Die Münzen haben einen geriffelten Rand, sind wirklich auch schön groß, ist mal was zum Anfassen, anders als bei vielen Silbermünzen oder bei vielen Goldmünzen. Und das Besondere ist eben bei diesen sogenannten AVDP Ounces. Im Amerikanischen gibt es den Begriff AVDP Ounce, das heißt Haushaltsunzen. Jetzt hatten wir ja schon mal ein Video gemacht, wo wir erklärt haben, dass eine Unze, also eine Unze Kupfer, eine AVDP Unze, nicht 31,1 Gramm entspricht. Und so ist es entsprechend dann auch bei diesen beiden 2 Unzen Münzen. Die haben jeweils ein Gewicht von 57,5 Gramm. So, wenn man jetzt hochrechnet, was 2 Unzen wiegen würden, dann wären wir bei etwas über 62 Gramm. Das heißt, das muss man einfach wissen. Wir reden hier von Haushaltsunzen. Es liegt daran, dass diese Hersteller entsprechend in den Größen begonnen haben und auch bei diesen Größen bleiben, weil die in den USA eben gang und gäbe sind und die Münzen kommen auch aus den USA. Hier auf dem zweiten Motiv sieht man den Indian Half Eagle von 1929, wie man hier unten sehen kann. Und der stammt ebenfalls aus den USA, wird dort als sogenannte Copper Round bezeichnet, genau wie der Buffalo, ein Round ist quasi eine Kupfermedaille. Das Motiv ist in den USA, also das hier, einer der Bestseller, weil es eben auch so ein bisschen die Geschichte der USA mit aufzeigt, mit den Indianern und wie alles entsprechend begann in den USA. Das ist in den USA einfach ein Thema, das sehr gerne aufgegriffen wird. Das Pendant zu der Münze ist der goldene Indian Head und der wird auch als 2,5 Dollar oder auch als 10-Dollar-Münze geprägt oder wurde geprägt und existiert eben in dieser Form. Um Ihnen jetzt hier die Rückseite nicht zu unterschlagen, sehen wir hier entsprechend auch nochmal den Adler, die Golden Statement, die hier mit abgebildet ist in God We Trust. Und da unten eben die 2 Unzen und den Feingehalt. Die Münzen haben beide eine entsprechende Lackbeschichtung, sodass sie nicht so schnell die Farbe ändern, wie Sie es vielleicht von Kupferrohren kennen, die irgendwann so einen grünen oder einen Blaustich bekommen. Warum stellen wir Ihnen eigentlich Kupfer vor? Es ist wirklich so, dass es auch viele Anleger gibt, die sagen einfach, ich habe keine 500 Euro für eine Goldmünze, sondern ich liebe diese Motive und ich finde einfach es toll, ein Metall in der Hand zu halten, auch wenn es kein Edelmetall ist und das in der geprägten Form. Und deswegen sehen wir in den Kupfermünzen einfach eine schöne Ergänzung, auch als Geschenkidee, wenn man mal jemandem auf den Geschmack der Münzen oder Medaillen bringen möchte. Wichtig zu wissen ist, die beiden werden mit 19% besteuert. Und ich hoffe, ja, wenn Ihnen das Münzmotiv zusagt, wir haben eine große Auswahl an Kupfermünzen. Ich hoffe, Sie finden vielleicht auch das eine oder andere Stück, das Ihnen zuspricht. Gerade für Sammler oder diejenigen Nostalgiker, die sagen, das ist was, das mir gefällt, ist das wirklich was Besonderes. Und der Markt dafür ist auch noch sehr neu und die 2 Unzen sind jetzt gerade eben erst entstanden. Deswegen zeigen wir Ihnen das auch. Ja, jetzt sind wir schon am Ende des Videos und ich würde mich freuen, wenn Ihnen diese beiden Münzen gefallen haben. Bis bald. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Lassen uns gerne einen Daumen hoch hier. Ansonsten auch Kommentare hier unten in den Kommentarfunktionen. Wenn Sie die Münzen bei uns im Shop suchen sollten und zu bequem sind, das im Online-Shop selbst einzutippen, klicken Sie einfach auf einen der Links hier unter dem Video. Dann kommen Sie direkt dorthin. Wenn Sie eine Beratung wünschen von mir, Dominik Kettner, oder auch von meinem Vater Jürgen Kettner, dürfen Sie mich gerne jederzeit anrufen. Unsere Hotline ist hier eingeblendet. Ansonsten vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Das ist uns immer sehr wichtig, weil so schaffen wir es einfach auch, mehr Menschen damit zu erreichen und das Thema noch mehr publik zu machen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.